Und weiter geht's mit Let's Play Kingdom Hearts. Nee, hier wollen wir nicht hin. Wir sind nämlich dabei, Poohs Bilderbuch zu vervollständigen und diese Welt dann auch hinter uns zu lassen. Ich glaube, das ist Tiggers Sprungpunkt. Er hat ihn also jetzt wieder. Dies ist mein Sprungpunkt. Hier können wir den ganzen Tag herumspringen. Nichts ist besser als hüpfen. Willst du auch springen, Sora? Das macht riesigen Spaß. Naja, wenn es sein muss. Wenn du wie ein Champion springen willst, brauchst du ein paar Tipps vom Champion. Eule, du bist kein Springer. Überlass das mir und Tigger. Ich fürchte, du hast recht. Ich denke, ich kann nicht immer Vorbild sein. Zum Springen hier rüber. Jawohl. Ich will mit Tigger reden und nicht mit Ru. Das ist zum Aufwärmen. Okay. Das sollten wir schaffen. Ja, Sportsfreund geht hier nicht. Das wäre ja auch fies. Das wäre, als würden wir mogeln. Jetzt wird's knifflig. Nicht daneben springen. Oh, das war knapp. Oh, Kamera. Nochmal. Alles nur wegen dieser beschissenen Kamera. Danke. Danke für nichts. So, nicht zu hastig und geschafft. Das hast du großartig gemacht. Jetzt kommt der letzte. Ah, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Und das hängt auch ein bisschen vom Glück ab. Man sieht nämlich so gut wie nichts da oben. Und dann auch diese wunderbare Kamera dabei. Oh, herrlich. Ah, geschafft. Jetzt bloß nicht daneben springen. So, jetzt schnappe ich mir erstmal die Truhen hier. Ah. Kann ich mich da gar nicht festhalten? Sehr gut.
Nitrilerz erhalten. Ah, geh doch da rein. Das ist kein Honigbaum. Er denkt wieder nur ans Fressen. Typisch. Irgendein Baum hier ist doch hohl. Das weiß ich aber noch. Ah, der hier, der sieht schon so morsch aus hier. Per. So, Mithril. An diesen Bäumen wachsen besondere Früchte. Bring sie mir, dann können wir tauschen. Tauschen? Ah, da oben ist noch eine Truhe gewesen. Ah, loslassen darf ich schon mal nicht. Blitzgummi. So, jetzt muss ich irgendwie an die Früchte da oben kommen. Das sollte funktionieren. Du hast eine Frucht gefunden. Hier, als Dankeschön. Kraftbolzen. Oh, kriege ich auch Abilitamin? Das war nichts. Ich muss schon auf dem Aster landen. Da hängt auch noch eine. Das waren, glaube ich, immer noch nicht alle. Oh, ist die letzte. Mal gucken. Wenigstens kann ich hier jetzt ein bisschen rumfliegen. Können die mir nicht helfen, so ein bisschen? Mit der Wippe mich so ein bisschen raufkatapultieren oder so. Da hängt sie. Da ist sie. So, das ist aber hoffentlich jetzt die letzte. Abilitamin, genau. Oh, noch eine. Oh. Wo könnte die denn noch sein? Gehe ich mal in der Richtung suchen. Na, so schon mal gar nicht.
Das macht man nicht alles für ein bisschen Obst. Wo könnte die denn sein? Wo ist die Frucht? Wo ist sie? Ich brauche sie. Soll das ein Witz sein? Wo ist die? Da habe ich doch gerade was Rosanes gesehen. So im letzten Moment, da oben ist sie. So, das ist aber jetzt hoffentlich die letzte. Hier hast du viel Fraß. Sieh nur, all die Früchte, das hätten wir ohne dich nie geschafft. Ja, ich weiß. Ich bin spitze. Du bist ein toller Hüpfer geworden, Sora. Stimmt's, Ru? Ja, ich weiß. Hey, Tigger, ich glaube, er ist jetzt für den großen Sprung bereit. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Warum springt der immer hoch? Ah, bloß nicht da runterfallen. Das ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Komm da raus, Tigger. Daneben. Daneben. Hilfe. Das wäre ärgerlich, wenn ich da jetzt runterfallen würde. Was hat das mit Springen zu tun? Ich muss doch nur schlagen. Ach so, die zählen doppelt. Oh, da ist was drin. Glaube ich. Abilitamin. Super. Komm, lass uns wippen. Ich will doch aber gar nicht wippen. Sprechen wir mal mit Ferkel. Was das hier wohl ist? Ferkel, da kommt Wasser raus. Ja, toll, das hätte mir auch mal eher einfallen können.
Na gut. Dann können wir hier wohl jetzt raus. Die verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Mithril erhalten. So, wo ist denn das letzte? Hier. Ein gewundener, schlammiger Pfad. Hineinschauen? Klar. Wer fehlt denn jetzt noch? Was machst du da, Puh? Sch, leise, sie verschwinden sonst. Wer? Die, die alle mitgenommen haben. Das hier sind ihre Fußabdrücke. Wir blieben alle zusammen, damit niemand wieder verloren ging. Puh, das sind deine Fußabdrücke. Aber dann sah ich nach unten und entdeckte die Fußabdrücke. Ich bin ihnen mucksmäuschenstill gefolgt. Und plötzlich waren alle weg. Böse Gestalten müssten sie mitgenommen haben. Puh, ich glaube, diese Fußabdrücke sind, na egal, ich helfe dir, deine Freunde zu suchen. Da oben hüpft Tigger. Warum komme ich da nicht hoch? Hm, komme ich nicht hin. Da ist Rabbit. Aber irgendwie muss ich da ja hochkommen. Hallo, Rabbit. Ja, komm, Puh. Kommt er nicht mit? Ia? Hallo? Was machst du? Ich suche Stöcke, um mein Haus wieder aufzubauen. Stöcke für dein Haus? Dieser Ort ist doch schon wie ein Haus. Dies ist ein geeigneter Ort, um alle zu versammeln, wenn wir sie wiedergefunden haben. Komm, Puh. Komm. Wo ist er denn? Komm. Ja.
Hallo, puh. Ich wollte nicht alleine sein, deswegen bin ich Eule gefolgt. Aber dann ist Eule in den Himmel geflogen und ich war allein. Ich habe Puh weggehen sehen, da bin ich ihm hinterher gesprungen. Dann bin ich ein bisschen zu hoch gesprungen und Puh war verschwunden. Okay. Hallo Ferkel, hier hast du also gesteckt. Ich sollte lieber Puh holen. Ja, der kommt doch nicht mit. Kann ich denn nicht wenigstens Eule ansprechen? Wo ist der? Ich dachte, ich sollte mal ein Wort mit Ruh über seine Springerei reden. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich mich verlaufen hatte. Ja, genau. Wo ist überhaupt Ruh? Der kommt da einfach nicht hin. Was für schöne Blumen, die muss Puh sehen. Ist er denn jetzt da drauf gekommen?
Wo ist er denn jetzt schon wieder? Oh, puh. Naja, Leute, im nächsten Part geht's dann weiter und dann beenden wir Puhs Bilderbuch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.